Oder fragen wir mal Wenzel. Hey Wenzel, was gibt es? Schon ein Zeichen vom Organon? Schon ein Zeichen vom Organon? Nope, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihm. Was weißt du sonst noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Wow. Dass sie uns in Ruhe lassen. Mach's gut. Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer Gefährt. Mein Freund, mein Helfer, mein Sidekick. Ich war dein Sidekick? Ich dachte immer, du wärst mein Sidekick. Was? Du bist sicher traurig, dass du nicht mit kannst. Aber lass uns nicht wehmütig werden. Keine Sorge, immerhin hast du mir deine Sachen versprochen. Ach so. Ein kleines Trostpflaster für diesen enormen Verlust. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer, armer Wenzel. Ach so. Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Moment mal. Du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Kaff versauern. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt, aber... Wohin bloß mit der Batterie? Hättest du nicht vorher daran denken können, ein Fach oder so einzubauen? Ich hatte andere Sorgen, okay? Du hast den ganzen Nachmittag geschlafen, während ich das Teleskop montiert habe. Ich muss fit sein, wenn ich nach Elysium komme. Klar musst du das. Ja, ja. Was? Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organonkreuzer. Sobald er da ist, zündest du die Lunte an und nichts mehr ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh, wenn du meinst. Also packen, kalibrieren, Lunte zünden. Und puff, katapultiere ich mich in die azurne Bläue der oberen Sphäre. Naja, zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuzer trifft. Aber... Nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werd's dir zeigen. Ich werd's allen zeigen. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Noch irgendwelche Probleme? Nee. Keine Probleme. Natürlich. Wie komme ich bloß... Ich mach mir besser, ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, deswegen... Schauen wir uns mal drinnen nochmal um. So, gehen wir nochmal rein und dann gehen wir auch mal unten ruhig. Gehen wir runter. Ja, komm. Runter mit dir, Kumpel. Und vorne durch. Ich will mal schauen, ob wir vorne rum nicht vielleicht noch was finden. Das kann gut sein. So, Briefkasten, da könnte was drin sein. Kein Problem. Ach, Mist, der ist ja festgeschraubt. Ach so. Ein sattelförmiger Bär-Klassiker. So. Hanek. Hi. Na, Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja, es gab einen Einsturz im Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Der ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, wisst ihr das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, kantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten. Wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Aber sicher.
Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Hat es auch nicht. Ist doch gut. Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Ich muss nur noch die Kapsel startfertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organon-Kreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen könnte. Ich habe den Sitz ausgebaut. Aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Tja, du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batteriefach. Ein Sitz mit Batteriefach? Sowas gibt es doch gar nicht. Und ob? Ich hatte mal einen. Ich weiß, was wir jetzt machen. Bis ich den Schalter gefunden habe. Ah. Ich schreibe dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Jetzt wissen wir, was ich machen muss. Wir schrauben den ab. Nehmen uns den Sitz mit. Und verbrennen erstmal hier diese Chili-Typen da. Mal schauen, ob das funktioniert. Die ist schon heiß genug. Die ist schon heiß genug. Sau geil, dieser Rufus, ernsthaft. Das gefällt mir so sehr, dieses Spiel bis jetzt. Also, muss ich ehrlich sagen. Aber ich werde jetzt gleich die Aufnahme beenden, sobald wir hier fertig sind. Mit Rufuslein, komm her. So, wir werden jetzt mal hier schön in die Schiene, also den Briefkasten in die Schiene versetzen. Sehr gut. So, werden wir die Batterie in den Briefkasten stecken. Passt. So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. So, Harpune kalibrieren bitte. So. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Wie geht das jetzt? Ach nee, das muss ich nicht. So, wie mache ich denn das jetzt? Ach so. So, machen wir einmal noch. So. Okay. Klappt das nicht, oder was? Och, come on, ey. Nee, das war's jetzt nicht ganz. Noch eins runter. Scheiße. So. Ach nee, Quatsch. So, machen wir's mal so. Okay. So. Jetzt müssen wir noch einmal hier. Und... Oh Mann, das war knapp. So, und dann... Nein! So und so. Okay, müsste passen.
Denke ich mal. Oder wo soll's sonst hin? Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wohin sonst. Das müsste jetzt... Ah ne, außer ich soll dahin natürlich, dann haben wir... Eieiei, dann haben wir ein größeres Problem. Machen wir mal so und den da. Okay, so. Und den da. So und den. Okay, machen wir es. Wie wär's, wenn ich zweimal noch ein bisschen nach oben gehe? Funktioniert das? Irgendwie nicht so ganz. Okay, also, zwei Richtungen sind blockiert. Das ist natürlich, blöd. Ich habe keine Ahnung, Leute, ehrlich nicht, also... Machen wir mal ein Reset. Und zack, 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 zack. Zack. Ich kann das nicht. Ey, ehrlich, Mann, das gibt's doch wohl nicht. Minigame wirklich überspringen, ja. Wie komme ich denn dahin da? Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Jetzt bereust du sicher einiges. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Tja. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Wahnsinn. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Das ist Wahnsinn, wie die sie ihn hasst, so ungefähr. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwindest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Boah, die sind so... Die ist echt gemein zu ihm. Jetzt wird's spannend. Und Horrido! Oh, los! Jetzt geht's los! Das ist also der Kreuzer oder was auch immer. Ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar... Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Minuten. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben?
Oh Gott. Oh Wahnsinn. Ah. Ah. Oh. 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 Ah, es tut richtig weh in den Augen. Oh. So, aber meine Freunde, wir werden uns erst in der nächsten Folge wiedersehen. Tschaußen!